Nur noch wenige Fotos besitzt Lauren von ihrem Ex-Ehemann und ihrer Mutter. Die Engländerin hat allen Grund, beide Menschen aus ihrem Leben zu verbannen, denn ihre eigene Mutter Julie hat Lauren den Mann ausgespannt. Alles beginnt vor 15 Jahren. Damals sind Paul und die heute 34-jährige Lauren aus ihrer Sicht glücklich verheiratet. Wenn man normalerweise verlassen wird, geht man zu seiner Mutter. Aber ich habe meinen Ehemann an meine Mutter verloren. Es hat mich doppelt getroffen. Ich habe niemanden. Lauren und Paul kennen sich aus der Schule. Sie heiraten früh und bekommen gleich ein Baby. Lauren ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Sie fühlt sich in ihrer Rolle als junge Mutter überfordert und sucht Hilfe und Rat bei ihrer Mama Julie. Wir hatten eine gute Beziehung, sie war meine beste Freundin. Als ich das Kind bekam, bin ich zu ihr gegangen, um ihr Tipps zu holen. Ich ging mit jedem Problem zu ihr. Was sie damals nicht ahnt, zwischen ihrer Mutter und ihrem Ehemann bahnt sich offensichtlich bereits eine Affäre an. Es gab Abende, als ich mit meinem Stiefvater und allen Kindern im Wohnzimmer saß, während Paul und meine Mutter 10 oder 15 Minuten alleine in der Küche waren. Aber wir waren ja Familie. Ich hatte nie einen Grund, misstrauisch zu sein. Erst als Laurens Halbschwester sie auf eindeutige Textnachrichten zwischen Mutter und Ehemann Paul aufmerksam macht, konfrontiert sie beide. Die streiten alles ab und weigern sich, ihre Handys zu zeigen. Doch dann zieht Paul kurzerhand aus und bei seiner Affäre der Schwiegermutter ein. Lauren ist ratlos. Wenige Wochen später begegnet sie ihrer Mutter auf der Straße. Und plötzlich habe ich überhaupt erst begriffen, dass meine Mutter und Paul zusammen waren. Sie war offensichtlich schwanger und ich konfrontierte sie damit. Doch sie meinte nur, es wäre eine Zyste und ich wäre geistesgestört. Eine Woche später kam dann das Kind auf die Welt. Das Baby ihrer Mutter kommt nur 9 Monate nach Laurens eigenem Kind auf die Welt. Von ihrer eigenen Tochter Maddie mit ihrem Ex Paul besitzt sie heute nur noch ein Foto. Paul lässt sich 2005 scheiden, heiratet 2009 Laurens Mutter. Sie bekommen noch 2 weitere Kinder. Maddies Halbgeschwister sind damit also auch gleichzeitig Großonkel und Großtanten. Auf diesem Bild sieht man sie mit ihrem Großonkel. Lauren bricht den Kontakt mit ihrer Mutter völlig ab, obwohl die nur wenige 100 Meter von ihr entfernt lebt. Diese ist zu keinem Zeitpunkt zu einem Interview bereit. Ich habe nichts zu sagen. Sie hat alles gesagt, was sie sagen wollte. Sie hat niemals um Vergebung gebeten. Sie fühlt sich keiner Schuld bewusst. Sie hat gesagt, du kannst es nicht steuern, in wen du dich verliebst. Das mag zwar stimmen, aber du verliebst dich trotzdem nicht in den Ehemann deiner Tochter. Das macht man nicht. Lauren hat lange gebraucht, um die schwierige Situation zu verarbeiten. Mittlerweile hat die 34-Jährige auch wieder einen neuen Partner und eine neue Familie. Im Sommer soll ein weiteres Kind auf die Welt kommen. Ich habe versucht, allen zu vergeben. Früher habe ich es unter den Teppich gekehrt. Ich habe vergeben, aber nicht vergessen. Und jetzt habe ich es hinter mir gelassen. Der Grund, warum Lauren erst jetzt nach 15 Jahren so offen über ihre Geschichte sprechen kann, ist ihre heutige Teenager-Tochter Maddie. Erst jetzt bringt Lauren die Kraft auf, sie über die Familienverhältnisse aufzuklären. Für Lauren hat ein frischer Lebensabschnitt angefangen. Sie will mit ihrer neuen Familie glücklich werden und endgültig einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen.